So, live von der IBC, eine der ersten Production Units. Hier in der Ausführung mit 16 Federn. Mal ein bisschen näher ran. Die Federmodule schauen eigentlich aus wie die von der S6. Exakt das gleiche Design. Was wirklich unterschiedlich ist, ist, dass wir hier die Process-Knob-Funktionen jetzt in einem schmalen Streifen im Knob-Modul integriert haben und das Knob-Modul jetzt auch leicht angestellt, einfach damit man besser rankommt. Das macht alles einen sehr, sehr kompakten Eindruck. Also wenn man davor sitzt, man kommt sehr einfach an die Knobs ran. Diese Distanz, die durch das Process-Modul entstanden ist zwischen Knob-Modul und Fader-Modul, ist durch diesen kleinen schlanken Process-Streifen deutlich besser. Und ja, der Rest ist im Grunde wie bei der Avid S6 auch. Das heißt Automation und Master Module. Insgesamt eine sehr schlanke Lösung. Man sieht, der Rahmen selbst ist auch anders. Also die Side Panels sind anders. Auch hinten hat man keine Frame mehr, wo die Kabel reingehen, sondern alles ist quasi im Rahmen untergebracht. Also Netzteile, Verkabelung, Switch, alles direkt im S4 Frame. So, schauen wir uns die Avid S4 doch mal etwas im Detail an. Wenn wir uns mal die Befestigung der Display-Moduls anschauen, dann sehen wir hinten tatsächlich einen anderen Befestigungswinkel. Das ist der Tatsache geschuldet, dass das Display näher an den Kanalzug auch heranrücken muss, einfach um die optische Zuordnung der Knobs auf die jeweiligen Meters auch zu gewährleisten. Das war ein Kritikpunkt noch im Sommer und entsprechend wurde das geändert. Das Fader-Modul, das Automation- und das Master-Modul sowie das Display-Modul sind 1:1 identisch mit dem von der Avid S6, auch wenn es das Fader-Modul so einzeln nicht mehr zu kaufen gibt, sondern nur im Verbund mit dem Channel-Strip-Modul und optional eben ein Display. Neu ist allerdings die Focus-Taste, die ehemals mit Swap beschriftet war. Auf dem neuen Fader-Modul aktiviert diese Focus-Taste die Process-Funktionen direkt über dem Fader-Modul und je nachdem, welcher Kanal im Fokus ist, für den sind die Bedientasten hier in der Reihe darüber entsprechend aktiv und lösen in dem Knob-Modul die entsprechenden Parameter aus zur Anzeige und zur Bedienung. Das heißt, bin ich im ersten Kanal auf Fokus, drücke auf Input, dann habe ich auch im ersten Kanalzug tatsächlich mein Input zur Verfügung. Aktiviere ich EQ, kommt entsprechend mein EQ zum Vorschein mit den entsprechenden Bedienmöglichkeiten, die ich genauso wie bei der S6 habe. Nochmal zur Differenzierung. Attention bedeutet, ich hole mir diesen Kanalzug mit all seinen Parametern in mein Master-Modul, habe ihn hier im Attention-Fader und kann entsprechend die Parameter bedienen. Focus switcht die Process-Tasten für den jeweiligen Kanalzug. Das bedeutet, diese Tasten sind dann für diesen Kanalzug, der im Fokus ist, aktiv. Und Select, die Taste Select, ist wie wenn man in der Pro Tools Software den Track anwählt.